Und weiter geht's, Leute, mit Spider-Man PS5 Remastered. Freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Müssen jetzt weiterziehen mit Spider-Man, nach Beweisen suchen wegen Mantonis Verbrechen. Er hat ja meistens mal das Fahrzeug umgebracht, diesem Attentat. Und jetzt ist Miles traurig, Peter auch traurig, New York weint hier mit dem Regen. Und jetzt müssen wir hier bei dieser Anlage nach Beweisen suchen gegen Martin Lee. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir schnell mal die Sachen hier. Und wollen wir heute mal einen neuen Anzug tragen? Tragen wir heute einen neuen Anzug, würde ich sagen. Wir nehmen mal den schwarz-goldenen Anzug von No Way Home, war das, glaube ich. Ne? Oder war das schon Far From Home? Ich glaube, das war jetzt in No Way Home. Auch ein sehr, sehr guter Film. Klar, war das überall nur Fanservice as hell, aber muss aber auch sagen, dieser Fanservice wurde auch mehr oder weniger gut eingebaut. Klar war dieses mit dem Doctor Strange, diesem Spruch und so auch ein bisschen lost und so, aber wie die Spider-Man eingeführt worden sind, wie die Schurken eingeführt worden sind, war eigentlich alles ganz organisch und geiler Film. Auf jeden Fall auch als Tobey Maguire-Fan war das auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Film für mich und werde ich nie vergessen. Habe ich am ersten Tag geschaut im Kino. Ja, wirklich ein Erlebnis. So, Bombe. Einschlafen hier. Mason hier. Gute Nacht. Wie findet ihr denn No Way Home eigentlich, Leute? Ne? Also das ist ja schon eigentlich auch so ein... Ja, schon so eine Feier für Spider-Man-Fans. Ne? Für alle Spider-Man-Fans. Für Tobey Maguire-Fans, Andrew Garfield-Fans und auch für Tom Holland-Fans. Ne, die jetzt ein bisschen jünger sind. Oder den Tom Holland ein bisschen mehr feiern als die beiden Spider-Männer. Ne? War ein geiler Film, auf jeden Fall. So, Prost aus hier. Ich glaube, wir müssen mehrere Anlagen untersuchen. Also die Mission war jetzt auch nicht so spektakulär, glaube ich. Ich weiß nicht mal ganz, was hier abging. Aber ich glaube, wir müssen dann noch ins Feast rein, ne? Okay, das waren alle. So, jetzt alle hier aktiviert, jetzt können wir endlich rein. Ich glaube, wir müssen, ich hoffe, nur eine Anlage. Ich mag nicht so Anlagen untersuchen in Spider-Man. Das ist nicht so mein Fall, leider. Aber gehört anscheinend auch dazu hier in Spider-Man. So, rein hier. Spidey, bitte mach das, was ich hier drücke, Spidey. Ich hab so ein Gefühl, dass Spidey will gegen mich rebellieren oder so. Ich drücke das, aber der macht es nicht. Böser Spidey. Oh Mann. So. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Sprengstoff ist nie gut, wenn sie Schurken haben. Ja. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Iron Man Tech oder ein Stark Tech irgendwie, ne? Wisst ihr, was ich meine? So das Rote und so und diesen Kern. Ich meine, die Avengers sind ja auch da in diesem Universum. Es gibt auch Avengers Tower in dem Spiel. Und wäre cool, wenn man irgendeinen Helden beim zweiten Teil sehen würde. Vielleicht irgendwie Iron Man oder Wolverine, der kriegt da auch ein Spiel, habe ich schon davor mal erwähnt. Also es wäre mal cool, so einen anderen Helden einfach mal so nebenbei zu sehen oder dass er ihn vielleicht erwähnt oder so, ne? Also ich hoffe, die werden da was reinmachen für uns Marvel-Fans. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Diese Wege führen alle zur selben Adresse. Waffen aus Fisks Waffenlager. Nicht gut. Lasterbomben. Das ist verrückt. Alles nicht gut, Bro. Das ist, muss man ja aufhalten, Spidey. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein. Aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. So, hier müssen wir aufpassen. Da ist schon, glaube ich, ein Zug. Hier ist noch ein Rucksack hier. Altes Handy. Yuri. Ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lass die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falsche Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Ja, aber ich finde, man kann Spidey auch vertrauen, auch wenn da niemand angegriffen wird. Trotzdem wollte Spidey schon mal dafür sorgen, dass es sicher ist, ne? Also, ich weiß nicht, warum Yuri dem Spidey irgendwie nie so vertraut. Ich meine, es ist Spider-Man. Die haben, glaube ich, schon jahrelang zusammengearbeitet und dass da kein Vertrauen zwischen denen herrscht. Auch als Spider-Man gesagt hat, so, yo, Martin Lee ist der Böse. Und dann sagt sie, ah, nee, ich brauche noch Beweis und so. Vielleicht sind es alles so Papierkram oder irgendwas Organisatorisches, aber man kann auch Spidey vertrauen so. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Muss nicht sein hier. So, noch ein Rucksack. Wir haben noch davor eins gefunden mit dem alten Handy.
Machen wir gleich auch nochmal hier. Valchas Störsender. Der Störsender, um Valchas Flügel lahmzulegen. Hm. Er hat sie danach leider optimiert. Ja, die sind auch nicht dumm, die Schurken. So, wir haben noch eins mit dem alten Handy. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Ja, vielleicht kannst du ein Handy ausborgen von Tante May oder so. Oder du sparst ein bisschen Geld. Oder du fragst mal vielleicht so als Spider-Man so, yo, kriege ich mal vielleicht so ein Handy geschenkt. Aber ich glaube, das ist so unter deinem Stolz, sage ich mal, ne? Ja. So ein Smartphone wäre ganz gut. So ein altes Handy, so. Muss jetzt eigentlich nicht sein so. Da lieber ein Smartphone. Oder ist es die Hafenmission? Ist nicht die Hafenmission? Ah, das ist die Mission. Ich erinnere mich. Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Achso. Stolpermine. Ah, diese. Das hier. Ich kann die Sachen benutze ich eigentlich auch gefühlt nie. Ich habe generell diese Gadgets in diesem Stealth Mission nie richtig benutzt. Sollte ich vielleicht auch mal machen, Leute, ne? Klasse. Ich mach das mal. Böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. So, Ben. Ah, die werden, glaube ich, sogar auch hinge. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Mhm, das war ganz gut hier. So, jetzt ist die Frage: Wie viele haben wir jetzt hier am Start? Eins, zwei. Schon mal zwei. Ich gehe mal hier nach oben. Unten gehen wir jetzt ein bisschen zu Risky Misky. Könnte ich den mal einspinnen hier? Wäre das möglich? Hm, geht sogar, sehr gut. Dann kann man den hier leise. Oh! Sogar von hier aus sogar leiser ausschalten. Das ist eine lange Range, du. Aber da sage ich nicht nein. Ah, hier geht's weiter. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal einen großen Bogen um diese Knechtis, damit ich Sniper ausschalten kann. Denke ich, ist gar nicht so dumm. So, Schnuckibuch. Wow. Der hat uns fast entdeckt, Leute. Ich habe gerade die Kiste berührt oder irgendwie gestoßen und der hat schon uns leider gehört. Hört er uns? Dieser Sniper oder sieht uns, wenn wir ihn erledigen? Nein, sehr gut. So, dann den noch ausschalten. Würde ich mal sagen. So. Sehr gut. So, schaffen wir alle leise? Das wäre. Nicht runterspringen, Spidey, du Knecht, du Alter. Was runter. Spidey! Mach nichts Dummes, Spidey, bitte. Mach nichts Dummes, Bro. Bitte. So, die Mine hier hin. Ah, der soll mal zurückgehen. Na, die Minen lassen wir jetzt mal dort. Dann benutzen wir mal die Schranke. Spidey. Sehr gut. Läuft richtig gut hier bis jetzt. Kann ich nicht immer behaupten, wenn ich Stealth Mission angehe. So, den haben wir auch eingespinnt. Sehr, sehr gut. Wow. Den können wir auch einspinnen hier. Und den machen wir mal so leise. Ey, das war einwandfrei. Da bin ich erstmal stolz auf mich hier, ne? Also das war irgendwie auch richtig smooth, ne? Nicht so stockend. Ich habe alles hin und her gemacht. Lief alles sehr, sehr gut. Bin stolz auf mich zum allerersten Mal. Gut, dass ich eingegriffen habe. Man könnte halt Manhattan damit in die Luft jagen. Spidey? Die Tür ist doch zu öffnen, Spidey. Danke. So, wieder neue Pläne und ja. Einfach nur Kacke. So. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Was könnte ich hier finden? Sie haben überall in der Stadt Basen. Noch eine Mission. Also wie bei den Fist-Baustellen, hier jetzt auch diese Dämonenbasen. Sollten wir auch eigentlich machen für die Marken, aber... Das ist größer, als ich dachte. Werde ich, glaube ich, im Let's Play auch nicht mehr zeigen. Vielleicht mache ich eins oder so, ein paar Mal, aber... Ja, egal. Die Peitschnächte. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. So, die, glaube ich, müssen wir einfach einspinnen oder probieren einzuspinnen hier mit perfekten Ausweichen. Und dann können wir die eigentlich ganz gut erledigen. So ist die Theorie zumindest, aber die Praxis sieht immer ein bisschen anders aus. Aber ja, Spidey kann schon ein bisschen aus, dann nochmal ins Gesicht spinnen hier. Da einfach hinwerfen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Noch mehr? Noch mehr, na gut. Kommen wir alle her? Spidey? Bam? Machen wir mal hier jetzt bitte. Ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt.
Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. So, bam. Hä? Ich habe nur einen Gespinste. Oder so, okay. Ja, also die Mission lief einwandfreier als ich dachte. Gefällt mir. Oh, jetzt kommt die... Oh nein. Da ist noch einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Nein, nein, nein. Der gehört mir. Okay. Ich erledige dieses Ab. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden. Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Neun von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova. Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Wegen der Sache mit Sable. Ich hätte dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Aber ihr habt durch Hinweis von Spider-Man ja alles gefunden. Vertraut ihm doch. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. May soll auch nichts antun. Also wer May irgendwas an den Haaren krümmt, dann wird er was mit mir zu tun haben hier. So, noch ein Rucksack. Noch zwei Rucksäcke. Soll ich beide abklappern oder nur das eine? Ich mache nur das eine. Das andere machen wir anderen mal einfach hier. So, hier. Noch ein verpasster Versuch. Mit dem Rucksack. Peter, ich wollte fragen, ob warte ganz kurz. Elektrikerhandschuhe in meinem ersten Kampf gegen Elektro benutzt. Daher habe ich die Idee, mein Kostüm zu isolieren. Und das hat mir nicht nur einmal den Hintern gerettet. Aber mal vorstellen, einfach so Spider-Man mit diesen Elektrohandschuhen. So, was sind das denn, ey? So, ruf nochmal an, Doktor. Ich will gerne deine Stimme hören. Doktor? 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 Du kannst jetzt anrufen, Doktor. Okay, ich muss Docs Nachricht abhören. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Na, ich auch, aber wenn man jetzt so weiß, wer diese Investitionen oder wer diese Partner sind, dann würde es bei dir nicht mal so begeistert sein, aber ein Thema für später.
So, ab ins Feast. Ich liebe generell diese Feast-Mission, diese Peter-Mission. Ich finde sowas immer viel, viel spannender auch, ne? Einfach die Zusammenspiele zwischen Superheld und normaler Mensch. Auch bei diesem Batman-Spiel hätte ich sowas irgendwie mehr gewünscht auch. Einfach so mehr, bisschen mehr Bruce Wayne auch. Ja, sowas gefällt mir. Ich hoffe, das kommt auch öfters in Spider-Man 2 vor. Einfach mehr Peter stellen, mehr private Probleme, sage ich mal auch. Ja, sowas mag ich sehr. Peter! Also, wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich. Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Macht sie ja alles alleine? Kocht sie alles hier alleine? Für diese ganzen Menschen hier, die hier ein Zuhause suchen oder was? Ey, die sollen mal den Arsch hochbewegen und ihr helfen, Alter. So eine Kochgruppe gründen oder so. Die kann nicht alles alleine kochen. Da ist noch ein Helfer hier vielleicht zwar, aber... Ja, Bro, so, ne? Ein bisschen Hilfe von denen kann sie ja auch eigentlich annehmen. Soll ich dir was helfen? Ich weiß doch, dass es mir am meisten hilft, wenn du dich aus meiner Küche fernhältst. Eins nur für Tante May. Er ist mal hier gefrontet hier, aber Tante May ist die Beste, wirklich. So eine tolle Figur. Soll ich erst Mrs. Morales anrufen? Ich komme schon zurecht. Sie wird erleichtert sein, mit jemandem zu reden, der Ähnliches erlebt hat. Mhm. Ja, stimmt. Sie hat ja auch einen Ehemann verloren, den Ben. Ne? Ja. Aber die Frage ist auch, wie ist er gestorben? Ne? Ist auch mal interessant zu erfahren irgendwann. Melde dich, wenn du was von Mr. Lee hörst, ja? Mach ich. Ich mach mir Sorgen um ihn. Er arbeitet so hart. Das muss so belastend sein. Ja, das ist echt belastend. Er arbeitet wirklich hart, in Anführungszeichen. Also Arbeit, in Anführungszeichen. Noch irgendwas? Sie hat mir irgendeine Story mal erzählt von Sandman oder so. Der wollte mal, glaube ich, das Fies angreifen. Da hat Tante May irgendwas gemacht und auch gesagt. Irgendeine Sandman-Geschichte hat sie mal erzählt, aber... Ich hoffe, ich habe die nicht verpasst, diese Sandman-Stelle, die man eigentlich triggern kann, wenn man mit Tante May redet. Erzählt sie das noch oder so? Oder war das Scorpion oder Sandman? Ich glaube, das war sogar Sandman, den sie erwähnt hat. Schön, dass es dir gut geht. Ja, Mann. Ja, ich halte durch. Was geht, Bro? Coole Mütze. Okay, wir gehen rein. Dein Büro ist abgeschlossen. Wie? Danke, nett von dir. Danke fürs Beten, aber... Ich fühle mich nicht mehr sicher. Dafür ist Spider-Man da, aber... Ja, muss ich ihm recht geben. Momentan ist sehr viel Scheiße Vielleicht los in New York. Gibt es einen Lüftungsschacht. Mhm. Da ist ein Lüftungsschacht zum Reingehen. Hier kann man... Gar nicht auffällig, Spidey, okay. Keine Kameras sehen, Fies, ja? Ich war noch nie in dem Zimmer. Da gab es auch keinen Grund reinzugehen, aber jetzt gibt es einen Grund hier. Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Ich verstehe, aber die Kontonummer ist in Mr. Lees Büro. Da komme ich nicht dran. Ich rufe sie zurück, sobald ich die Informationen habe. Nein, ich weiß nicht, wann das sein wird. Naja. Was würde Ben tun? Sie braucht einen Partner an ihrer Seite oder eine Partnerin, ja. Die Arme ist so alleine eigentlich. Klar hat sie noch Peter, aber... Der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe, er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Tante May, toll, wirklich. So. Lies Tagebuch. Ein Schlüssel. Aber wo ist das Schloss? Können wir mal reinlesen hier? Oktober 2018. Wilson Fisk wurde verhaftet. Ich kann es kaum glauben. Der Tag, von dem ich geträumt habe, ist endlich da. Doch aus irgendeinem Grund zögere ich. Kann ich das wirklich durchziehen? Es wird alles so schnell gehen, wenn ich ein Wort sage. Hin und her gerissen. Meine Männer holen sich... Der richtige Weg für ihn wäre.
Fisks Waffen, sein Sprengstoff, seine Geheimnisse. Mit dieser Stärke werden wir Norman zeigen, was echte Schmerzen sind. Er wird wissen, wie es ist, wenn er das, was er liebt, mit seinen eigenen Händen zerstört. Doch um das zu erreichen, müssen wir so viel aufgeben. Alles, was ich bei Fies aufgebaut habe, all das Gute, das ich getan habe, wird ausgelöscht. Wenn mein Plan funktioniert, meine Chance ist endlich da und doch zögere ich noch. Soll ich umkehren? Ein Teil von mir möchte das, doch der Dämon ist hungrig und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um ihn aufzuhalten. Naja, das ist halt wie Yin und Yang, ne? Das Böse und das Gute müssen zusammenspielen. Wenn eins überlappt, dann wird der Mensch, sag ich mal, durchdrehen, mehr oder weniger. Wie Martin Lee. Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Genau, Yin und Yang. Vergiss nicht, sagte der alte Mann. Nur Gleichgewicht kann die Macht des Dämons zügeln. Ohne Gleichgewicht wird das Monster jeden bekämpfen, der versucht, es zu kontrollieren. Genau so war das, glaube ich, die Sage. Ja, jeder hat das Yin und Yang in sich. Lee hat so viel für New York getan. Ich kann nicht glauben, dass er so viel Finsternis in sich hat. Eins darf nicht zu viel sein. Gleichgewicht ist immer das Beste in einem Menschen. So. Die Eltern, würde ich mal sagen. Das ist sogar ein echtes Foto mit echten Menschen. Ist mir nie so aufgefallen, eigentlich. So, hier war ja ein Schloss. Mach mal ran hier. Eine Art Rätselschloss. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen drehen. Das mache ich jetzt einmal offscreen. Warte mal. So. Ja. So, ah, okay. So geht's auch. Okay. Dann rein hier. In seinem geheimen Keller, in seinem geheimen. Keine Ahnung, was ist hier. In seinem kranken Zimmer, Alter. Wirklich. Geistesgestört. Was verstecken Sie, Lee? Jetzt Polizei rufen und jetzt hier alle stürmen lassen. Dann habt ihr doch die Beweise. Dann fertig. Lee überträgt den anderen seine Kräfte. Das ist doch schon Beweis genug. Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Ein Schwert, was glüht und eine Maske drin. Also, verdichteter Phasensprung? Das ist mehr als nur Physik, Spidey. Lee ist besessen von Masken. Aber die Masken sind geil. Ist das was Psychologisches? Als ob er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Vorgeben musste, ein Dämon zu sein, bis er einer wurde. Boah, so eine Maske in Halloween tragen. Also ich bin nicht so der Fan von Halloween verkleiden und so, aber wenn ich mal so Halloween machen würde, dann mit dieser Maske. Die Maske sieht einfach so geil aus. Nicht, weil sie so gut aussieht, aber halt einfach diese Dämonenbande, diese Maske, das verkörpert alles einfach so gut. Also würde ich gerne auch dann tragen im Halloween. Das wäre so eine richtig geile Maske für Halloween, wirklich. Gruselig. Na. Ist schon ein bisschen sick, du. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Aber er hat es nie begriffen. Das war laut. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Ich hab fast eben in der Aufnahme mein Genick gebrochen, als habt ihr es gerade gehört. Ey, mein Knick, das war ultra laut. Wow. Scheiße. Das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Teufelsatem stand da. Auch eine sehr wichtige Rolle im Spiel. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Ja, es ist... Martin Lee, Junge, was machst du, Bruder? Warum machst du so, Martin Lee? Muss doch nicht sein, wirklich. Muss echt nicht sein. So, hier, ne? Noch einer. Noch einer? Wo ist... Also müssen mehrere reinschießen, glaube ich, ne? Genau. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Dann wäre sie, wäre sie jetzt gegrillt worden. Raus? Das wäre nicht so schön. Na gut, Leute, würde ich sagen, nächste Folge dann raus hier. Würde ich sagen, gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren, Manzanli ist völlig geisteskrank geworden. Und, ja, bis ihr habt gesund und ciao. Ciao.